Hey Leute, herzlich willkommen bei Wissenswert. Heute haben wir für euch ein paar Tipps, die euch zum ultimativen YouTube-Nutzer machen. Diese Tipps und Tricks sind so nützlich, dass wir uns einen YouTube-Alltag ohne sie gar nicht mehr vorstellen könnten. Also legen wir direkt mal los. Jeder kennt doch dieses Problem. Man sieht ein Video und es kommt da dieser eine Song, den man unbedingt haben will. Leider kann man jetzt das Lied nicht mit Shazam mal kurz scannen, da das Lied einfach viel zu kurz im Video auftaucht oder jemand darüber redet. Oder auch Shazam keine Ahnung hat, was das für ein verdammtes Lied ist. Jetzt haben wir für euch die Lösung. Geht einfach auf die Website muma.sh. Den Link dafür haben wir euch in die Beschreibung gepackt. Dort fügt ihr einfach den Link des Videos ein und Muma sagt euch, welche Lieder drinne vorkommen und an welcher Stelle sie kommen. Ihr wollt unbedingt das neue YouTube-Design? Das neue YouTube-Design hat einen Nachtmodus und eine ziemlich stylische, minimalistische Oberfläche. Wenn ihr den Look noch nicht habt, dann könnt ihr einfach in eure Adresszeile folgenden Link eingeben. Und zwar youtube.com/new. Oder ihr klickt einfach auf den Link in unserer Videobeschreibung. Auch sehr praktisch ist dieser Tipp. Ihr habt ein sehr langes Video und wollt einer Freundin oder einem Kumpel einen Ausschnitt aus diesem Video zeigen. Dafür könnt ihr einen Link verschicken, der ab einem bestimmten Zeitpunkt startet. Spielt einfach das Video ab und ab dem Punkt, wo es interessant wird, haltet das Bild an und macht einen Rechtsklick auf das Video. Dann wählt ihr die zweite Option, nämlich Video URL an dieser Stelle kopieren aus. Und voilà! Den Link könnt ihr nun verschicken und für eure Freunde geht es dann erst ab diesem Zeitpunkt los. Manche von euch kennen auch folgendes Problem. Ihr habt ein Video von eurem eigenen Kanal oder von dem eines Freundes, welches recht unbekannt ist. Wenn man auf YouTube dann danach suchen will, findet man es meistens gar nicht, obwohl man eigentlich den Titel korrekt eingegeben hat. Was ihr nun machen könnt, ist einfach Anführungszeichen vor und nach dem Titel einfügen und ihr erhaltet nur Videos, die auch genauso heißen und nicht nur irgendwie das Thema behandeln. Ihr verschickt gerne mal GIFs an eure Freunde. GIFs gibt es inzwischen bei fast jedem Messenger zuhauf. Wusstet ihr, dass ihr auch ganz einfach selber GIFs erstellen könnt von YouTube-Videos? Gebt einfach gifyoutube.com ein, was auch wieder für euch in der Videobeschreibung verlinkt ist. Und dort könnt ihr dann den genauen Moment aus dem jeweiligen Video auswählen, noch ein paar Texte einbauen und ihr habt euer eigenes GIF. Dies könnt ihr dann ebenfalls auf allen Messengern versenden. Dieser Tipp ist der ultimative YouTube-Pro-Tipp und macht schon ordentlich was her. Ihr wisst wahrscheinlich, was Shortcuts sind. Falls nicht, es sind Funktionen, die man über einzelne Tasten an der Tastatur auswählen kann. Bei YouTube gibt es auch eine Reihe von Shortcuts. Wir haben euch die mal alle in die Beschreibung gepackt. Und nur mal ein Beispiel. Mit K könntet ihr das Video pausieren, mit J 10 Sekunden zurückspringen. Wenn ihr M auf eurer Tastatur drückt, dann könnt ihr den Ton ausstellen und mit den Zahlen 1 bis 9 könnt ihr durch die einzelnen Videopassagen skippen. Wenn du selber YouTube-Videos machst und erfolgreicher werden willst, haben wir dafür auch noch ein paar nützliche Tipps, sowie ein Buch und unser eigenes Mikrofon, was wir bei jedem Video verwenden, ebenfalls für dich in der Beschreibung verlinkt. Wir hoffen, dass ihr mit diesen Tipps etwas anfangen konntet und YouTube nur noch etwas besser nutzen könnt. Das war Wissenswert für heute, macht's gut und haut rein!